Servus Leute, was geht ab, was geht ab, was geht ab? Ja, Freunde, ich wurde vor ein paar Tagen durchgelassen, zusammengeschlagen. Warum, werde ich jetzt in diesem Video erzählen. Ich versuche mich so kurz zu halten, wie es geht. Soll es mir nach ein paar Tagen wieder besser gehen, werde ich euch dann die ausführliche Story erzählen. Vor ein paar Tagen hat mich mein Kollege abgeholt, wir sind nach Bielefeld gefahren, wollten da was essen. Und als wir fertig waren mit dem Essen, sind wir halt wieder zurück zum Auto gelaufen. Und kennt ihr das, die, die hier aus dieser Umgebung kommen? Da gibt es in Bielefeld, kurz vorm Stadttheater, gibt es so eine Rolltreppe, die zum U-Bahnhof führt. Und genau da habe ich gesagt zu meinem Kollegen, ey, ich gehe kurz pissen. Bin dann um die Ecke gegangen. Also, ich weiß nicht, ich kann euch vielleicht mal in ein paar Tagen zeigen, wo genau das war, wo genau alles passiert ist, damit ihr so einen kleinen Einblick habt, wo das Ganze war. Bin ich da hingegangen, wollte pissen und habe dann nur noch ein Hilfe gehört und gucke so und sehe nur noch, wie mehrere Typen versuchen, ein Mädchen zu vergewaltigen. Ich bin dann direkt dahin gelaufen, habe ey geschrien, bin dahin und alle Typen kamen dann halt direkt auf mich drauf. Aber das Gute ist, dass das Mädchen dann so wegrennen konnte, hat dann nochmal Hilfe gerufen, dann kam mein Kollege dazu und ich lag halt nur noch da, Leute, und habe nur noch eine Faust von rechts bekommen, eine Faust von links und habe versucht halt noch irgendwie mein Gesicht so gut es geht zu schützen. Hab dritte abbekommen hier überall. Ich habe mir in dem Moment gedacht, ey, wenn jetzt einer von den Messer zieht, mir irgendwie eins, zwei Stiche gibt, mich falsch trifft, dann war's das. So, und dann ist mir auch echt so klar geworden, ey, wie schnell kann wirklich eigentlich alles gehen? Vor 10, 15 Minuten waren wir noch im Restaurant am Essen und jetzt wieder 10, 15 Minuten später passiert dann sowas und ich bin auch echt froh, dass wir diesen Weg gegangen sind, weil ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir da nicht lang gegangen wären, was mit diesem Mädchen passiert wäre. Und das ist halt die Kurzversion der Story, Leute. Wenn es mir nach ein paar Tagen wieder besser gehen sollte, werde ich dann die komplette Story erzählen, auch mit meinen Kollegen und ich bin auch mit dem Mädchen am Schreiben. Wenn sie das Ganze verarbeitet hat, wird sie eventuell auch noch mal vielleicht was dazu sagen. Und ja, Freunde, was ich euch sagen kann, ist, passt bitte auf euch auf. Versucht immer Hauptstraßen oder sonst was zu benutzen. Versucht nachts nicht irgendwelche Gassen zu gehen. Vor allem nicht, wenn ihr alleine seid. Ob weiblich oder männlich. Vor allem, wenn ihr etwas jünger seid, geht nicht diese Wege, wo euch fast keiner sehen kann. Versucht immer da lang zu gehen, wo Autos durchfahren oder sonst irgendetwas. Und wenn ihr nachts alleine unterwegs seid, ruft euren Freund an oder euren besten Freund, eure Freundin oder eure beste Freundin oder einfach einen Kollegen, Kumpel, irgendwen. Und ja, Freunde, passt einfach auf euch auf. Wenn es mir in ein paar Tagen wieder besser geht, werde ich euch die komplette Story erzählen. Eigentlich war für morgen, den 20., was geplant gehabt. Das Ganze muss verschoben werden, weil es jetzt einfach leider nicht mehr klappt. Und ja, Leute, passt auf euch auf. Wir sehen uns. Peace.